Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man 2. So, wir holen uns jetzt Dr. Connors und gucken mal, ob wir ihn verfolgen können. Bevor er weg ist. Aber Pete ist schon komisch drauf gerade. Das muss man einfach sagen. Tumult auf dem Fischmarkt, Leute. Und Lizard ist beteiligt? Ich hatte wirklich gehofft, dieser Oberfiesling wäre Vergangenheit. Zum Glück waren unsere beiden Spider-Man am Start, um Schlimmeres zu verhindern. Der jüngere Spider-Man hat echt beeindruckende Wasserakrobatik abgezogen. Während der ältere, naja, hab ich schon erwähnt, dass mir dieser neue schwarze Anzug eine Höllenangst einjagt? Okay, hab ich. Und tut er wirklich. Reagiert euch ruhig am Kommentarbereich ab. Aber ich stehe dazu. Was immer dieser neue schwarze Anzug sein mag, er bedeutet Unheil. Ihr könnt mich gerne zitieren. Na gut, Leute. Danica, Ende. Ach, wie recht sie hat. Komme ich in die Kanalisation. Na dann, rein da. Bim. Harry. Du lebst. Länger nichts von dir gehört. Bald habe ich Dr. Connors gefunden. Wenn er das Gegengift von mir hat, kommt der Anzug zu dir zurück. Okay. Sag mir dann Bescheid. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Bleirohre stören das Signal des Peilsenders. Wohin will er nur? Warum ist hier unten eine Überwachungskamera? Zeit für ein paar Reparaturen. Angefangen mit der Wasserleitung. Nur Lizard macht eine Kanalisation noch schlimmer. Na, ich mag das alles nicht. Durch irgendwelche Kanalisationen kriechen und so. Ah. Sich zu einer alten U-Bahn-Linie durchgegraben? Ist das Gas? Ja. Das war sicher kein Unfall. Connors will nicht verfolgt werden. Okay. Gott, ich hab voll die The Last of Us Vibes. Ein Kanalrohr aufgerissen. Er versucht, die Tunnel hinter sich zu fluten. Wohin des Weges, Doc? Aha. Was ist das denn? Ah, ein Hund. Okay. Jetzt. Noch eine Kamera. Ja, Kamera? Ist nicht. Ein Oscorp-Labor in der Kanalisation? Was? Norman hat das hier wohl damals für Connors eingerichtet. Und es geheim gehalten. Okay. Verlaufen Rohre hin. Hat
Norman Connors hier unten nur forschen lassen. Wollen wir das wirklich? Einen Raum gibt es auch. Bestimmt an einem Heilmittel für Harry, oder? Moment. Das ist unser Teilchenbeschleuniger aus der Stiftung. Hat Connors damit irgendein Mineral gespalten? War ich das? Ja. Nein. Super. Kein Strom mehr. Lass mal. Okay, womit haben wir es hier zu tun? Das war er nicht. Nein. Ach nö. Nö, bitte nicht. Hey Doc, bereit für den jährlichen Checkup? Ich schaff das. Ich kann mich nicht. Zermalmenangriff können nicht pariert oder geblockt werden. Du musst ihn ausweichen, wenn du die blaue Warnung für einen Zermalmenangriff Zermalmenangriff siehst. Oh. Wir hatten das doch schon mal, Connors. Wenn sie da drin sind, könnte ich ihre Hilfe gebrauchen. Aua. Sie sind Kurt Connors, ein genialer Wissenschaftler. Sie haben ein paar Fehler gemacht. Aber es muss nicht so enden. Er ist platt. Ich muss handeln. Wollen Sie, dass Ihre Familie sich so an Sie erinnert? Dieser Schwanz ist ein Problem. Dieser Schwanz. Denken Sie an Ihre Frau, Ihren Sohn. Sie brauchen sie. Lassen Sie Ihren Sohn nicht ohne seinen Vater aufwachsen. Sie müssen kämpfen für ihn. Oh Gott. Der hat noch einen zweiten Lebensbalken, ne? Sehe ich richtig, oder? Das ist nicht der einzige Lebensbalken ist. Aua, aua. Das hat nicht geklappt. Ich hab das Gegengift. Lassen Sie mich helfen. Hören Sie auf, sich zu wehren. Das ist der einzige Weg, Sie zurückzuholen. Wir könnten damit längst fertig sein. Still! Halten! Ich hab sie schon mal gerettet. Und ich rette sie wieder. Na klar. Ich kann sie endgültig heilen. Kommen Sie mir einfach entgegen. Ja, da. Er muss runter. Aua. Wir können ja mal den machen, ne? Da bin ich ein bisschen stärker am Zuschlagen. Trottel, vergesst das immer, dass ich das hab. Ah!
laut. Nicht, nein, 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 oh Gott, bitte nicht. Oh nein, vergiss es! Oh, der schöne Dino! Ich hab grad echt keinen Bock auf die lizardrandalierte New York City-Nummer! Das kannst du vergessen! Stopp! Sie tun Menschen weh! Das jetzt komm schon. Die Echse ist schnell! Beeilung! Ja, ja, ich bin doch schon... Jetzt auch noch die Polizei! Aus dem Weg! Komm schon, hau rein das Ding. Au. Oh. Oh, Peter, jetzt komm schon. Ich mach das, Officer. Das ist keine Hilfe. Soll das ein Witz sein, Connors? Tun will. Warum bamst er ihm nicht von hinten einfach das Ding rein? Ich versteh's nicht. Einfach drauf und rein das Teil. Oh. Wirklich? Ihr habt es so gewollt. Diese verdammten Jäger! Ich hab gesagt, bleib weg! Nicht nur dir. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, ja, Lizardin kommt, ich weiß. Was soll ich denn machen? Alter. Kann losgehen. Rein jetzt das Ding. Genau so. Ich komm nicht durch seine Haut durch! Mist, die Nadel steckt fest! Scheiße. Ist nicht gut. Ich werde das Gegenmittel nicht verlieren! Wie kann denn von so einem Auto noch abfallen? Craven, dieses kleine Arschloch. Ich hab dich.
Nehmen wir es raus. Au. Au. Lebt er noch? Er lebt noch. Okay, Schwanz ist nachgewachsen. Regeneration ist so cool und so eklig. Oh. Nächste Runde, Lizard. Bitte okay. Nicht. Wenn Sie die harte Tour wollen, bitteschön. Oh Gott, der ist sauer. Ich habe Ihnen doch schon öfter geholfen. Da könnten Sie mir doch auch mal einen Gefallen tun. Das ist die Chance. Sie sind zu schwach, die Kontrolle zu übernehmen. Ha? Dann muss ich Ihnen wohl selbst das Licht ausknipsen. Kein Wunder, dass Ihre Familie weg ist. Sie sind nicht... Das ist echt ein Evolutionssprung zu weit. Sie haben Angst vor ihm. Und das wissen Sie. Aua. Nee, ich auch nicht. Ich tue das doch nicht für mich! Aua. Harry braucht sie! Erinnern Sie sich! Er stirbt, Doc! Ich kann ihn nicht verlieren! Aua. Sie sind der Einzige, der ihm helfen kann! Er braucht den Anzug! Und ich brauche Ihre Hilfe, um ihn nicht zu geben! Aua. Alter. So, jetzt hier wieder rum und dann hier wieder runter und dann alle hops, heißer, hopsasa, tetra, tralala. Kasperle ist wieder da. Au. Schön vors Gesicht gekriegt, das Ding. Hallo, ich drück doch. Was macht er denn? Oh mein Gott, ich hab falsch gedrückt. Was soll das da machen? Boom. Sein Mund. Wenn ich nah genug bin, kann ich das Gegengift ins Zahnfleisch spritzen. Ah, ja, ja, ich weiß. Ich würde ja auch gar nicht parieren. Huhuhu. Ja.
Komm schon. Jetzt aber. Komm. Sehr gut. Zeit für deine Medizin. Jetzt laber nicht, mach halt einfach. Autsch. Autsch, nicht gut. Ist nicht gut, Dr. Connors? Wo sind Sie? Woher hast du das? Harry Osborn. Soll ihr Entwurf sein. Komm mit. Okay. Genau wie ich dachte. Hier drüben! Wow, 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 zurück! Ich sehe mir das näher an. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hat er noch beide Arme gehabt? Faszinierend. Schieß endlich! Okay. Na los. So, hat er seinen Arm verloren. Ein Fragment eines Meteoriten, der vor vielen Jahren vor der Stadt einschlug. Dort fanden wir das. Ich trage ein Alien? Wir nennen es einen Symbionten. Er verbindet sich auf subzellulärer Ebene mit seinem Wirt. In unserem Falle Harry Osborn. Er hat ihn dir gegeben? Nicht ganz. Ich war verletzt und das Ding... hat dich gewählt. Was bedeutet, dass es viel gefährlicher ist, als ich dachte... Wir müssen Oscorp rufen. Wir müssen es vernichten. Uns vernichten? Oh oh. Sie sagten, es hat mich gewählt, Doc. Das ist nicht gut. Es macht mich zu einem besseren Spider-Man. Nee. Oh oh. Ziel in Sicht. Bin dran. Okay. MJ, gut, dass du anrufst. Wie geht es dir? Gut. Ich bringe gerade noch ein paar Kisten ins Haus. Ich war vorhin bei Harry. Aber wie geht's dir? Ich habe von der Lizardjagd gehört. Mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Oh, und es ist ein Alien. Ist ziemlich irre, oder? Warte, was? Du klingst nicht gerade besorgt. Ich bin etwas besorgt. Aber ohne ihn hätte ich Connors nicht aufhalten können. Peter, ihr beide habt die halbe Stadt verwüstet. Hast du gesehen, wie das Museum aussieht?
Ich bin überrascht, dass niemand getötet wurde. Das bin ich nicht? Du weißt, dass ich ihn irgendwie heilen musste. Hätte ich ihn einfach weiter allein Dinge zerstören lassen sollen? Darum geht es doch. Ich werde heute Nacht hier arbeiten. Ich glaube, ich habe endlich Inspiration für meinen Jonah-sicheren Aufmacher gefunden. Vielleicht ist später schon was fertig, was ich dir zeigen kann. Was ist nur mit dir los? Seht ihr das? Seht ihr, wie der Anzug sich verändert hat? In der Zwischenzeit sollten wir sehen, wem wir helfen können. Seht ihr das, wie der Anzug sich verändert hat? Nicht nur die Augen, sondern alles? What the fuck? Aber yay! Wir sollten gucken, wem wir helfen können. War hier nicht gerade irgendwo ein Verbrechen? Hey Danny Kumpels, hat jemand zufällig eine 20 Meter Echse verloren? Nein? Die Stadt New York offenbar schon. Im Ernst, sie ist einfach futsch. Und wisst ihr, was gruselig ist? Zwei Leute sind runter in die Kanalisation. Lizard. Spider-Man. Und Spider-Man. Nur einer kam wieder raus. Oh, hi Miles. Miles war ja auch hier. Oh, hi Miles. Na los doch! Oh, hi Großer. Nice, danke. Okay, das war doof, ich hing hier fest. Danke, Miles. Danke für die Hilfe. Tschüss, Miles. Okay. Was, Kehre? Wo sollen wir hin? Kehre zurück nach Hause. Was ist denn unser Zuhause? Ich glaube, irgendwo hier, ne? Ich glaube, da ist irgendwo unser Zuhause. Oh, hier sind doch Kisten. Ich hole mal schnell noch die zwei Kisten hier. Ich höre sie. Da. So. Ich krieg unser Zuhause noch nicht angezeigt. Wohin müssen. Oh, da ist noch so eine Dingskiste. Mit seltenen Technikteilen. Die ist hier drüben. Mann, ich wollte MJ ein bisschen Zeit allein geben, aber ich bin platt. Zeit für eine kleine Pause. Ich frage mich, wie ihr Artikel wird. Okay. Oh, schon wieder vergessen, die Bettlaken zu waschen. Okay, Peter ist müde. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nach Hause. Die Zivilisten haben Ärger. Ich komme. Wie der Große gerade einfach aus dem Weg geglitscht ist. Erledigt. Nach der du schaffst das. Ah.
Oh Mann! Wer vergreift sich an unserer Beute? Die Spinne gehört uns! Na los da! Runter mit dir! Alter, kann dieser Dicke da mal weg? Mein Gott. Also. Du hast bestimmt 15 von denen ausgeschaltet. Die Jungs werden das nicht glauben. Sag mal. Danke. Ein Selfie machen? Warte, muss ich meine Kiste looten. Können wir noch ein Selfie machen? Hier? Mach mit dir ein Selfie. Okay, du willst nicht mehr. Verstehe ich. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge nach Hause. Ja, guckt mal. Ich habe doch gar nicht so schlecht gezielt, oder? Mit meinem Marker. Gut, also nächste Folge gehen wir mal nach Hause und eine Runde pennen. Und dann gucken wir mal, was als nächstes passiert. Holy moly, hier ist was los. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und habt einen schönen Tag.